Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder zu einer Folge meiner Comic-Neuzugänge. Und ja, was haben wir heute im Gepäck? Den Anfang macht hier dieser Band Invaders aus der roten Hachette Collection. Ja, wer sind die Invaders? Die Invaders sind praktisch sowas wie die Avengers des Zweiten Weltkriegs, würde ich jetzt mal sagen. Setzt sich halt zusammen das Team aus Captain America und zum Beispiel Prinz Namor oder auch der Fackel, und zwar nicht Johnny Storm von den Fantastic Four, sondern der ersten Fackel aus den frühen 40er Jahren halt. Das war so ein Android. Hier sind natürlich noch ein paar andere Charaktere dabei, die ich halt nicht kenne. Ich bin auch nicht sicher, ich habe mich noch nicht so stark mit den Invaders beschäftigt, also ich kenne sie vom Namen her. Soll halt so ein Team aus diesen 40er-Jahre-Helden sein, die halt gegen die Nazis und so gekämpft haben. Ich weiß nur nicht genau, ob sie damals auch unter dem Namen Invaders schon in Comics vorkamen. Der Inhalt dieses Bandes sind halt die 70er-Jahre-Stories. Da wurden sie dann wieder neu belebt. Hier enthalten Giant Size Invaders 1 und Invaders 1 bis 6 sowie Marvel Premiere 29 und 30. Also relativ viel Zeug dabei. Wurde halt in den 70ern wurde das wieder neu gemacht. Mehr dazu kann ich natürlich sagen, wenn ich die Review dazu mache. Dann werde ich darauf nochmal eingehen. Die Review zu dem und den folgenden Bänden wird halt auch in den nächsten, also diesen und nächsten Monat kommen. Da ich ja sowieso hier täglich im Moment versuche, was zu bringen, bietet sich das ja an, auch zu jedem dieser Bände eine Review zu machen, wenn ich es dann gelesen habe. Weiter geht's im Text. Bei der letzten Comic-Neuzugangsfolge habe ich euch ja schon gezeigt, dass ich mir einiges dann doch von Deadpool geholt habe, nachgeholt habe. Und der nächste Band passt da halt dazu. Das war dann auch noch ein Deadpool-Band, den ich mir geholt habe. Auch aus der roten Hachette Collection. Deadpool halt, die Ausgabe. Hier enthalten ganz sehr interessant zum einen New Mutants 98, also sein Erstauftritt 1991 in dieser X-Men, in diesem X-Men-Satellitentitel. Und dann Deadpool The Circle of Chase 1 bis 4. Das habe ich in der letzten Folge, die vor ein paar Tagen online ging, schon erwähnt. Das ist halt danach, nach seinem Erstauftritt, so eine Miniserie gab, weil er halt sich so starker Beliebtheit, der war halt stark beliebt. Und deswegen hat er dann eine Miniserie bekommen. Danach kommt dann diese Ongoing, die ich euch beim letzten Mal schon gezeigt habe. Und da kann ich jetzt einiges von Deadpool lesen. Hier ist auch noch Deadpool 900 drin oder eine Story daraus. Das ist hier inhaltlich halt, haben wir hier einmal diesen New Mutants Band. Das ist dann von Rob Liefeld. Also klarer 90er-Jahres-Stuff und auch seine erste Miniserie ist, glaube ich, von Joe Madureira. Müsste ich jetzt aber mal prüfen, ob das so stimmt. Genau, Joe Madureira, auch 90er-Jahres-Stuff, zeichnerisch, gefällt mir ganz gut. Ja, werde ich auf jeden Fall auch eine Review zu machen. Dann geht's weiter. Und zwar zum nächsten Band kann ich durchaus etwas sagen, weil ich die Story eigentlich schon gelesen habe. Und zwar hier auch nochmal aus der roten Hachette Wasp. Dieser Band enthält Tales of Astonish 44, das ist halt ihr Erstauftritt. Und dann enthält er noch die Avengers 271, 273 bis 278 auch noch. Diese Bände habe ich schon, und zwar im Zuge der Condor-Recher-Taschenbücher kamen die schon mal raus. Ich habe jetzt aber nochmal zugeschlagen, um diese Story, weil sie mir sehr gut gefällt, nochmal hier in dieser etwas schöneren Variante zu haben. Und da geht es halt darum, in der Hauptstory geht es halt darum, dass Baron Zemo Avengers Mansion besetzt und ja, die Avengers müssen sich halt ihr Zuhause zurückholen sozusagen. Der Story-Arc kam damals unter dem Titel The Siege.
die Belagerung raus. Und ja, hat mir sehr gut gefallen schon damals. Und deswegen, ja, habe ich mir den hier nochmal geholt. Wird es dann auch nochmal eine Review zu geben. Jetzt sind wir schon bald durch wieder mit der Folge. Das ist jetzt auch wieder eine kleinere Folge. Ich werde jetzt immer, wenn ich Sachen kaufe, ein paar Sachen zusammenkommen, direkt Folgen machen, möglichst schnell bringen und nicht mehr so lange warten, weil ja hier sowieso täglich was passiert. Und da kann ich das ja auch bringen. Den Abschluss macht jetzt hier weder Marvel noch DC. Für alle DC-Freunde, es wird auch bald wieder Sachen von DC in dieser Kategorie, also in diesen Comic-Neuzugängen geben, weil ich habe durchaus noch mehr gekauft, als ich jetzt in den letzten Tagen präsentiert habe. Kommen wir erstmal zu den Preisen. Die habe ich ja gar nicht erwähnt. Also dieser Band, original verpackt, waren 10 Euro. Und die beiden anderen Bände, halt nicht mehr original verpackt, sondern schon gebraucht, waren jeweils 9 Euro. Fand ich okay, konnte ich mit Leben, zugeschlagen. Alles auch von einem Händler. Dann bin ich tatsächlich nochmal oldschool-mäßig einfach in die Tankstelle gefahren. Aber nicht um zu tanken, sondern um mir diesen Band zu holen. Und zwar den neuen Lucky Luke Band Fackeln im Baumwollfeld. Ich habe ja den letzten Lucky Luke Band, ich hatte ja letztens auch eine Folge, meine Comic-Sammlung, da habe ich die Lucky Luke Bände vorgestellt. Und den letzten aktuellsten Band, den ich mir gekauft habe, war aus dem Jahr 2015. Sprich, hat 5 Jahre gedauert, bis ich mal wieder ein Lucky Luke Band hole. Ist jetzt hier Band 99. Scheinbar geht es halt um die Problematik der Sklaverei zu Zeiten des Wilden Westens, sage ich mal. So scheint es zumindest. Und das hat mich auf jeden Fall interessiert, wie sie das umsetzen, dieses heikle Thema, dieses wichtige Thema, interessante Thema. Bin ich sehr gespannt drauf, wird es auf jeden Fall auch eine Review zu geben. Das war's für diese Folge. Schreibt ihr mir mal rein, was ihr euch davon auch geholt habt. Der war natürlich ganz normal Coverpreis in der Tankstelle. Ne? Schreibt mal rein, was ihr euch davon auch geholt habt, woran ihr daran Interesse habt, wie ihr die Folge fandet. Gerne viele Kommentare rein, freue ich mich immer. Über das ein oder andere Like würde ich mich natürlich auch freuen, weil es einen halt auch motiviert, weiterzumachen. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann,